Meine Tochter Judith ist einen Monat vor ihrem 15. Geburtstag am plötzlichen Herztod verstorben. Im Urlaub in Italien nach einem Fußballspiel. Als ich begriffen habe, dass sie tot ist, war mir sofort klar, dass es einen Zusammenhang geben muss mit dem Herzstillstand ihrer Cousine, der 6 Jahre vorher stattgefunden hatte. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden hatte, dass es auch einen Zusammenhang gab mit meiner Schwiegermutter, die an Herzversagen gestorben war, allerdings erst im Alter von 72 Jahren. An meiner Geschichte sieht man ganz klar, wie Kardiomyopathien ganze Familien betreffen können und jegliche Art von Symptomen vorkommen können, von leichten Herzrhythmusstörungen, Symptomfreiheit, Herzversagen, Herzschwäche, lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen, alles kann vorkommen. Und wenn irgendetwas davon in Ihrer Familie aufgetreten ist, dann denken Sie an Kardiomyopathien. Auch Sie können betroffen sein. Für die Diagnose von Kardiomyopathien ist eine genetische Testung ganz wichtig. Durch den Gentest kann die Diagnose bestätigt werden. Außerdem können Familienangehörige identifiziert werden, die auch ein Risiko für diese Kardiomyopathie in sich tragen. Außerdem kann eine Risikoeinschätzung vorgenommen werden und zum Beispiel die Implantation eines Defibrillators, eines ICD, empfohlen werden, um einen plötzlichen Herztod vorzubeugen. Mein Neffe zum Beispiel hat nach der Diagnose erfahren, dass er die Genvariante meiner Tochter in sich trägt. Ihm wurde ein ICD empfohlen und er hatte 5 Jahre lang Ruhe. Aber nach 5 Jahren hatte er 2-mal einen Schock seines Defibrillators, der ihm das Leben gerettet hat. Ohne den Gentest bei meiner Tochter und seiner Untersuchung wäre er heute das nächste Todesopfer in unserer Familie. Meine Botschaft ist also, wenn Sie Herzrhythmusstörungen haben, wenn Sie eine Herzschwäche haben, wenn es einen plötzlichen Herztod in Ihrer Familie gibt, wenn Sie selbst einen plötzlichen Herztod überlebt haben, wenn eine Herzmuskelentzündung bei Ihnen diagnostiziert wurde, all dies kann eine Kardiomyopathie sein. Denken Sie also an Kardiomyopathien, es kann Ihr Leben retten und das Leben Ihrer Familienangehörigen.